Das Heimspiel ist eine öffentlich ausgeschriebene Ausstellung, die alle 3 Jahre stattfindet und das regionale Kunstschaffen oder einen Einblick in das regionale Kunstschaffen gibt. Sie findet in verschiedenen Häusern statt. Die Kunsthalle St. Gallen natürlich, das Kunsthaus Glarus, das Kunstmuseum St. Gallen, der Kunstraum Dornbirn und die Kunsthalle Appenzell. Ich habe 2 KünstlerInnen, die sowohl hier als auch in einem anderen Haus gezeigt werden. Und so gibt es dann diese Verknüpfungen zwischen den Häusern. Das heißt, man kann zum Beispiel ins Kunstmuseum gehen. Eine Installation sieht man dort von Anna Diehl und hier haben wir ein Gemälde zum Beispiel ausgestellt. Also es entstehen so Bezüge oder auch Susan Hefti hat sowohl für uns als auch das Kunsthaus Glarus einen Film gemacht. Und ihre Praxis ist sehr forschungsbasiert und das gemeinsame Element beider Werke, die sie zeigt, ist die Textilgeschichte. Also einerseits die Textilgeschichte Glarus und andererseits die Textilgeschichte hier in St. Gallen. Und so, finde ich, gibt es so einen schönen Bezug, dass wenn man hier hingeht und dann auch in Glarus oder umgekehrt, dass man so diese Verbindungen spürt. Die Ausstellung in der Kunsthalle St. Gallen vereint 11 Positionen im Raum. Die Ausstellung behandelt die Produktion und Vorstellung von Raum. Insbesondere wird der Raum dabei nicht von physischen Grenzen ausgedacht, sondern eher als eine Idee von Ordnungsprinzip, also wie Körper und Objekte zueinander in Verbindung stehen. Und die Künstlerinnen, die ausgewählt wurden, loten hier diese Grenzen aus oder nähern sich diesen an. Die Annäherungsweise ist sehr unterschiedlich. Es gibt Videos, Installationen, Gemälde, Skulpturen, Objekte geformt, die von der Decke hängen. Mein Großvater gehörte zu jenen, die auf einen Hügel über die Stadt stiegen, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschah. Auf der anderen Seite des Sees brannte es. Die Flammen stiegen den Himmel, ließen den Seeberg aufleuchten und warfen einen schwachen Widerschein auf die Gesichter der Schauenden.